Mein Thema ist nun die Liebe als Anker in der Zeit. In welcher Zeit leben wir denn überhaupt? Ob wir in die Politik, in die gesellschaftliche Situation oder aber auch in die Lebensgeschichten einzelner Menschen hineinschauen, etwas scheint sich nach meiner Einschätzung jetzt in den letzten Jahren grundsätzlich geändert zu haben. Während früher es so war, dann war eine Krise da und dann kam auch wieder eine Zeit, wo man diese Krise verarbeiten konnte und dann kam irgendwann wieder natürlich eine neue Herausforderung, scheint es doch im Moment so zu sein, als ob wir faktisch in der Dauerkrise leben. Die Schlagzahl wird schneller, eine Krise geht in die andere über, wir leben sozusagen dauernd in der Krise. Die Krise ist mein erster Punkt, die Krise als Normalfall des Lebens. Ich sage nur Corona, Ukraine, Klimawandel. Bei 26,4 Millionen Erkrankten allein in Deutschland und Stichtag heute 139.000 Corona-Toten. Menschen, die an und mit Covid gestorben sind, ist kaum eine Familie noch ungerührt von der Corona-Erkrankung und ihren Folgen. Mit der Corona-Pandemie hat uns eine Notlage getroffen, mit der vorher ja niemand so gerechnet hatte, bis auf vielleicht ein paar Infektiologen. Wenn ich unseren heutigen Zustand als Auslaufen der Pandemie richtig deute, dann hat uns diese Krise in den vergangenen 2 Jahren in einen Ausnahmezustand versetzt. Und wir sprachen gerade mit Jochen Weise auch kurz darüber, auch in ihren Auswirkungen zum Beispiel in das kirchliche Leben hinein, müssen wir sagen, es wird wahrscheinlich nie wieder genauso sein wie vorher. Und was ist nicht alles passiert? Es gab alte Menschen, die in der Corona-Zeit, zum Beispiel in Krankenhäusern, 1 Jahr lang keinen ihrer Angehörigen gesehen haben. Thema Liebe. Das ist lieblos. Manche sind in dieser Zeit ohne Trost gestorben. Und es hat Gerichtsprozessen bedurft, dass das Recht auf Seelsorge im Altenheim auf Wunsch der Person, die da lebt und die da wohnt, auch durchgesetzt werden konnte. Und wir wissen, welche großen Folgen die Corona-Pandemie unter uns gehabt hat. 1,5 Billionen Euro, schätzt das Finanzministerium, 1,5 Billionen Euro. Nur noch mal, um das mathematisch klarzustellen, das sind 1.500 Milliarden, wird wohl die Bewältigung dieser Krise für den Bundeshaushalt kosten. Noch nie wurde für die Bewältigung eines Problems in kurzer Zeit so viel Geld ausgegeben. Und ich habe, Stichwort Liebe, dabei auch ganz besondere Erfahrungen gemacht. Ich fahre mit dem Fahrrad in Greifswald am Rick entlang. Das ist dieser schöne kleine Fluss, den wir in der Stadt haben, der dann bis zum Hafen nach Wiek geht. Es gibt einen wunderbaren Treidelpfad daneben und da fuhr ich mit dem Fahrrad. Und, wie es beim Fahrradfahren natürlich mal geschehen kann, versehentlich fuhr ich an einer älteren Dame etwas näher als mit 1,5 Meter Abstand vorbei. Da hat die hinter mir hergeschimpft, dass ich gedacht habe, ich hätte ein schlimmes Verbrechen begangen. Andererseits, ein Querdenker, auf den ich im August 2020 in einem Berliner Hotel gestoßen bin, der will mich überzeugen, dass Covid-19 ja überhaupt nicht schlimmer sei als eine ganz normale Grippe. Auch daran stürben manchmal Menschen. Die Corona-Pandemie hat unser Volk, ich will nicht vielleicht sagen gespalten in 2 gleich große Gruppen, aber doch tiefe Furchen gezogen. Eine Mutter, bei uns lebend in der Region, aus einer in der DDR oppositionellen Familie stammend, sagt mir, ich habe meine Familie verloren. Im Streit über Impfen oder Nichtimpfen hat man sich innerhalb der Familie so entfremdet, dass die Eltern nicht mehr mit ihrer Tochter sprechen, die Geschwister nicht mehr mit ihrer Schwester. Denn sie hat sich, ihr Mann auch und ihre Kinder impfen lassen. Aber Impfen wird in manchen Kreisen als Kniefall vor dem herrschenden System verstanden. Und Abstand zum System, das ist Bürgerpflicht. Die Frage ist, was für eine Kraft zum Lieben brauchen wir, um solche Furchen in unserem gesellschaftlichen Miteinander
wieder zu überbrücken. Oder das Thema Ukraine. Heute gibt es eine große Auseinandersetzung und alle haben natürlich gewusst, dass das mit den Gesprächen mit Russland von vornherein nichts war. Heute weiß man das, sagt man, aber bis vor wenigen Jahren war es im Gefolge der Ostpolitik von Willy Brandt eben doch üblich, und ich persönlich sage, es war auch richtig, solange es irgendwie nur funktioniert hat, miteinander zu reden, Geschäfte zu machen und Verträge zu schließen und nicht von vornherein immer nur aufzurüsten. Aber auch hier, wie man miteinander umgeht, man fragt sich oft, wo bleibt da die Liebe? Lieblos werden die anderen verurteilt, man hat es ja immer schon besser gewusst. Wirklich? Oder die Klimakrise? Schon lange schwelt sie. Zuerst in der Mehrheit der Gesellschaft kaum wahrgenommen, betrifft sie uns doch stark. Letztes Jahr sind wir ja in Deutschland, glaube ich, in großer Zahl aufgewacht, als auf einmal diese sturzflutartigen Überschwemmungen in weiten Teilen Westdeutschlands passiert sind. Bei der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli 2021 starben alleine in Deutschland 186 Menschen. Wer hätte das gedacht, dass durch ein Unwetter sowas in Deutschland passiert? Aber noch tun wir uns schwer, wirklich radikal auch Änderungen einzugehen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und ich frage, wer bringt die Liebe auf, die dazugehört, wenn man dann Verzicht übt und bestimmte Dinge bewusst nicht mehr praktiziert? Das ist die Zeit, in der wir leben. Liebe als Anker in der Zeit. In der Corona-Krise machte relativ früh schon ein Bibelwort die Runde und es wurde als Antwort auf die Herausforderung durch Corona, als Antwort des christlichen Glaubens verstanden. Es war hier in Hamburg, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber eine Hamburger Kirchengemeinde hat im April 2020 an den Kirchturm ein Banner aufgehängt und da stand nichts anderes drauf als das Wort aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und da passiert es, dass die Fernsehmoderatorin und Schriftstellerin Thea Dorn auf dem Weg zur Talkshow bei Markus Lanz an diesem Banner vorbeikommt und das liest. Man muss dazu wissen, sie selber ist Agnostikerin. Sie bezeichnet sich als Agnostikerin, das heißt, mit Glauben hat sie nichts am Hut. Und als ich, zufällig habe ich an diesem Abend das mitbekommen, als ich spätabends sie da höre, da denke ich, ich traue meinen Ohren nicht, als sie sagt, sie, die Nichtgläubige, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal in einem Fernsehstudio sitzen würde und sagen würde, der klügste Satz, den ich heute gehört habe, war ein Bibelzitat von Paulus. Und zwar stand auf einem Banner an einer Hamburger Kirche, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Sie fährt fort. Der Satz hat mich in gewisser Weise umgehauen, weil ich den Eindruck habe, wir lassen uns im Augenblick massiv vom Geist der Furcht leiten und nicht vom Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und, sagt sie, ich glaube, dass das nicht gut ist, wenn die Gesellschaft anfängt, sich vom Geist der Furcht bestimmen zu lassen. Hier leuchtet einer Frau, die sich selber eben als ungläubig bezeichnet, ein, was Paulus über den Geist Gottes sagt. Das müssen wir doch hier in einem Kreis von Menschen, evangelisch, katholisch, die was vom Geist Gottes erwarten, uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Thea Dorn fand diese Antwort übrigens so überzeugend, dass sie in einem Zeit-Podcast vor wenigen Wochen, also jetzt mehr als also fast 2 Jahre später, zu ihrem persönlichen Standpunkt zum Glauben sagt, wörtlich, ich versuche mich mit der schieren Vernunft zum Glauben zu zwingen. Interessant. Es tut uns als Gesellschaft offensichtlich gut, darauf zu hören, was die Bibel
vom Geist Gottes bewegt, über Furcht und Liebe sagt. Und in der Tat, unter uns ist es so, dass wir lieblos umgegangen sind mit vielen Menschen in dieser Corona-Zeit. Es fehlt Liebe. Was ist aber Liebe? Man könnte ja meinen, das weiß doch jeder Mensch, was Liebe ist. Aber ist das so? Versuchen Sie einmal ganz schnell jemandem zu erklären, was Liebe ist. Es ist gar nicht so einfach. Und viele denken heute, wenn von Liebe gesprochen wird, auch in der Öffentlichkeit, gleich an Sex. Aber daran sieht man nur, dass wir in einer durch und durch sexualisierten Gesellschaft leben. Meine Frau, ich habe das nicht so gerne, wenn ich sie so öfter zitiere, aber sie erzählt aus der Grundschule häufig davon, dass heute bei Grundschülern unverdächtige Bemerkungen eindeutige Reaktionen und ein dummes Gekichere und Gefeixe auslösen können, weil es irgendwie immer als etwas unter der Gürtellinie verstanden wird. Was aber ist Liebe wirklich? Ein Soziologieprofessor, der in Neubrandenburg lange Zeit gelehrt hat, hat ein Buch geschrieben, Peter Fuchs, Liebe, Sex und solche Sachen zur Konstruktion moderner Intimsysteme. So ein Professor muss ja wissen, was Liebe ist, und er definiert Liebe als, das müssen Sie genau zuhören, wechselseitige Komplettannahme im Modus der Höchstrelevanz. Alles klar? Ich stelle mir richtig vor, wie Mann und Frau auf dem Sofa sitzen und sich anschauen und sagen, ist das nicht wieder wunderbar, diese wechselseitige Komplettannahme im Modus der Höchstrelevanz? Gemeint ist ja doch, Liebe ist eine von Grund auf positive Beziehung. Mein Gegenüber meint es gut mit mir und hat mich gern. Und die Bibel wagt etwas Ungeheuerliches und identifiziert jetzt Gott und die Liebe. Gott ist Liebe. Diese Überzeugung finden wir im Neuen Testament und sie fasst sachgemäß zusammen, was Jesus mit seiner Sendung in diese Welt hinein eigentlich bewirkt hat. Wir haben das Wort heute schon gehört, Frau Steen hat es jetzt eben genannt, in Johannes 3, Vers 16, da heißt es ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott steht zu uns Menschen in einer durch und durch positiven Beziehung. Mit den Worten von Peter Fuchs, höchst relevante Komplettannahme. Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Und er hat seinen Sohn zu uns geschickt, um uns das klarzumachen. Aber dann ist ja doch was Wahres in dieser Definition von Fuchs, denn es ist eine wechselseitige Komplettannahme, sagt er. Das heißt, ohne die Reaktion des Menschen, der Gott zurückliebt, kommt Gottes Liebe nicht wirklich zu ihrem Ziel. Liebe ist im Kern ein Beziehungsbegriff. Liebe, die ihre Kraft völlig entfalten soll, ist darauf angewiesen, dass der geliebte Mensch Gott zurückliebt. Man kann Gottes Willen sehr schön zusammenfassen in diesem bündigen Satz, den Friedrich von Bodelschwingh, der Gründer der Bethler Diakonie, einmal gesagt hat, es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Und wenn man nach der Mitte des Christentums fragt, dann antwortet Papst Benedikt XVI., als Theologe ja Josef Ratzinger, an herausgehobener Stelle, nämlich in seiner ersten Enzyklika, als Papst, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. In diesen Worten aus dem ersten Johannesbrief, fährt der damalige Papst fort, ist die Mitte des christlichen Glaubens, das christliche Gottesbild und auch das daraus folgende Bild des Menschen und seines Weges in einzigartiger Klarheit ausgesprochen. In anderen Worten, etwas einfacher gesagt,
Wenn man eine Kurzzusammenfassung dessen sagen will, was der christliche Glaube gebracht hat und bringt, dann heißt diese Zusammenfassung: Gott ist Liebe. Präziser kann man es nicht sagen. Man müsste nun eigentlich den Zusammenhang aus dem ersten Johannesbrief im Einzelnen nochmal lesen, in dem diese Formulierung so zum ersten Mal im Neuen Testament auftaucht: Gott ist die Liebe. Da ist Liebe so etwas Großes und Schönes und Unverzichtbares, dass sie göttlich ist. Wer wissen will, was Liebe ist, was Liebe wirklich ist, nicht was wir Menschen aus manchmal eigensüchtigen Motiven heraus zu Liebe erklären, der muss sich auf Gott beziehen. Liebe kann sich auch in Sex ausdrücken, aber gewiss ist es nicht immer Liebe, wenn zwei Menschen sich sinnlich erotisch begehren. Manchmal ist es vielleicht sogar Selbstsucht, die nur den persönlichen Genuss sucht. Aber in Wirklichkeit braucht jeder Mensch wirkliche Liebe. Und es ist etwas Großartiges, wenn ich erfahre, dass mich ein anderer, eine andere lieb hat, das Beste für mich will und dafür vielleicht sogar bereit ist, sich selbst zurückzunehmen. Mensch, das tut er, das tut die. Für mich, nur für mich. Leider erfahren nicht alle Menschen in ihrem Leben eine solche Liebe. Eine solche selbstlose Liebe ist aber von Gott. Und so sagt es dieses Bibelwort aus dem ersten Johannesbrief: Die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Und was Liebe ist, das ist unter uns eben dann klar geworden, dass Gott selbst in Jesus Christus Mensch geworden ist. Jesus ist die verleiblichte Liebe Gottes. Wir hätten es von uns eben selbst auch nicht heraus gewusst, was wirklich Liebe bedeutet. Zu oft wird eben Liebe und Selbstliebe verwechselt. Zu oft sage ich du und meine doch letztlich nur mich. Zu häufig sind Menschen unter dem Vorwand der Liebe auch missbraucht worden. Dabei meine ich nicht in erster Linie den Missbrauch, von dem wir fast täglich in der Zeitung lesen. Nein, es gibt auch eine Mutter- oder Vaterliebe, die die Nähe ihrer Tochter oder ihres Sohnes für sich haben will und deswegen nicht loslassen kann. Manchmal ist es aber wahre Liebe, das eigene Kind in die Freiheit zu entlassen. Wir wissen selbst um die verborgenen Motive unseres eigenen Handelns nicht immer Bescheid. Deswegen musste Gott uns echte Liebe in dieser Welt zeigen. Er musste echte Liebe in diese Welt bringen, damit wir nicht unter dem Vorschein, einen anderen zu lieben, uns selbst lieben. Der Briefschreiber Johannes drückt es so aus: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und weiter: Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Was haben die Menschen von der Liebe Gottes gesehen? Da sehen wir, wie Jesus gefangen genommen wird, wie er geschlagen und gefoltert wird, wie er sein eigenes Kreuz zu seiner Hinrichtungsstätte zu tragen hat und schließlich in der Mitte diese beeindruckende Kreuzigungsszene. Jesus stirbt einen Verbrechertod. Und wir sehen die ganze Grausamkeit dieser Tötung, aber auch, wie im Vordergrund einige Frauen stehen und trauern. Maria, gestützt von Johannes, ergreifend dargestellt: Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Der Briefschreiber Johannes sagt: Das ist Liebe. Da nimmt sich einer selbst zurück, damit wir leben können. Und wenn du wissen willst, was Liebe ist, dann schau dir diese Szene auf Golgatha an, wo der Sohn Gottes für dich, für deine Sünde, für deine Versöhnung mit Gott stirbt. Er hätte es nicht gemusst. Aus freien Stücken ist er bereit, für dich, für mich, Leiden, Sterben und Tod auf sich zu nehmen, damit du das Leben hast. So gut meint er es mit dir. Ja, da nimmt mich einer komplett an. Das ist höchst relevant.
Darin besteht die Liebe, sagt Johannes, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Es wäre nun illusorisch zu meinen, alle Menschen müssten nun Christen werden, so wie es vielleicht mit Thea Dorn passiert ist, um mit Hilfe dieser Kraft der Liebe eine Gesellschaft und eine Weltgemeinschaft neu aufbauen zu können. Aber wir, die wir um diese Zusammenhänge wissen, wir sind gefordert, uns in diesem Sinn in Gesellschaft, Staat und Kirche, und ich sage das mit ganz behutsam auch, aber bewusst auch ins Militär einzubringen. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese Dreierzahl kennen wir ja aus 1. Korinther 13, das sind unsere Anker in der Zeit. Besser wäre vielleicht noch von Verhaltensweisen zu reden und nicht von Substantiven, von Glauben, Hoffen und Lieben. Es geht ja nicht nur um Haltungen, sondern um praktisches Tun. Liebe kann nicht für sich bleiben. Wir haben es gerade auch schon von Frau Steen gehört. Sie regt sich und wird tätig. Eine Ausrichtung an Jesus Christus als unserem Vorbild befähigt uns noch nicht zur Liebe. Jesus Christus ist dann eine beeindruckende Persönlichkeit, aber da merke ich vielleicht eher, wie klein ich dagegen bin, als dass ich die Kraft bekomme, nun den Weg der Liebe zu gehen. Aber die anderen so zu lieben, wie Christus sie geliebt hat, diejenigen, die es mir schwer machen, die ich vielleicht nicht abkann, die mir unsympathisch sind, woher soll ich denn die Kraft dazu nehmen? Nein, Christus als Vorbild, das macht mich klein und schwach. Aber er ist nicht nur Vorbild, er lebt. Er ist eine lebendige Person. Das haben wir ganz heute Morgen am Anfang gehört. Es geht um diese Person, Jesus Christus. Und im Glauben kommt er in unser Leben hinein. Und wir kennen den Text aus 1. Korinther 13. Und ich lese ihn jetzt einmal abgewandelt, so, dass Christus hier das Subjekt ist. Wenn ich frage, wie diese Liebe sich leben lässt, dann könnten die Verse aus 1. Korinther 13 auch lauten: Christus ist langmütig und freundlich. Christus eifert nicht. Christus treibt nicht Mutwillen. Er bläht sich nicht auf. Er verhält sich nicht ungehörig. Er sucht nicht das Seine. Er lässt sich nicht erbittern. Er rechnet das Böse nicht zu. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, er freut sich aber an der Wahrheit. Er erträgt alles. Er glaubt alles, er hofft alles, er duldet alles. Und weil das Leben Jesu Christi nicht nur einfach ein vorbildliches Leben für uns ist, sondern weil er dieses Leben in uns führen will, wenn wir ihn in unser Leben hineinlassen, dann werden wir zu Taten der Liebe fähig, die wir aus unseren Kräften heraus nie tun könnten. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, heißt es bei Paulus. Aber das heißt doch dann auch, ich liebe, doch nun nicht ich, sondern Christus liebt in mir. Das ist unser Anker in der Zeit.